Willkommen zurück bei SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Oh, was für eine Aussicht. Ich bin getarnt. So, wir sind beim Checkpoint und sollen jetzt letztes Mal, wir helfen jetzt Thaddäus, zum König zu kommen, denn er braucht das Jelly von ihm. Und ich habe angehalten, weil da... Oh! Oh, der Arme! Okay. Geh tot. Oh, wow. Okay, die sind irgendwie... Ich dachte, wir wären stärker, aber... ne. Nicht wirklich. Da oben ist eine Socke. Ich will zu der Socke. Habt ihr gesehen, da oben? Auf dem Berg da. Socke. Socke. Hi. Oh. Warum sehen die Fische in SpongeBob immer so dumm aus? Bleib hier in Sicherheit. Haha. Au. Doch kein Haha. Yeah. Super Monster-Kombo. Blaue Quallen. Die waren gefährlicher, oder? Waren die irgendwie gefährlicher in der Serie oder sowas? Es gab auch diesen, den Unbekannten. Das war auch eine blaue Qualle. Ich meine, die war gefährlicher, oder? Die war seltener oder sowas? Oh, die hat sie noch nicht fangen lassen von SpongeBob? So, immer so eine Art war das. Ich bin in der SpongeBob-Lore nicht total bekannt. SpongeBob muss die Blasenbowling beherrschen. Das Blasenbowling. Um dieses Spiel zu spielen. Okay. Bowlen! Okay, verstehe. Ja, nee, das haben wir noch nicht. Blasenbowling haben wir nicht, sorry. Wieder. Wow, aggressive kleine Viecher. Aggressive kleine Kerlchen, ne? Hui. Ich bin so reich. Unglaublich. 1000 Ronner habe ich schon. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin hier. Nein. Ich muss zurücklaufen. Ich muss sagen, ich mag die Grafik gerne. Die ist echt schön. Aber die ist ein bisschen zu harmonisch gefühlt. Aber es passt zu SpongeBob, deswegen passt es irgendwie. Ja, doch, 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 ich finde die gut. So, wie komme ich jetzt da hin? Okay, danke. Wie komme ich da hin? Nein. Ah, da oben. Okay. Wie komme ich da oben hin? Und wie komme ich da hin? Ich denke mal, hier außen rumgehen. Macht zumindest am meisten Sinn. Ja. Tragt mich. Hallo? Tragt mich, habe ich gesagt. Danke. Achso, ich trage mich nur zur Unterwäsche. Na gut. Ich brauche keine Unterwäsche, deswegen... Nein, danke schön. Das ist Schlamm, das weiß ich schon längst. Ja, das gleiche Schild steht irgendwo da hinten. Au. Au. Das ist ganz schön gemein. Oh Gott, okay. Oh, für eine Unterwäsche, ernsthaft? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Das war unnötig brutal und unnötig riskant vor allem. Okay. Da. Hui. Okay, was jetzt? Ach, zur nächsten? Ah, okay, verstehe. Ich verstehe das Prinzip. Ich verstehe es. Zur nächsten. Zur nächsten. Die da ist. Zur nächsten. Doch nicht hin. Juhu. Oh, voll schöne Aussicht hier. Warte, wo war ich gerade nochmal? Ich bin da hinten angefangen, genau. Jetzt bin ich da oben. Wie kommt man da ganz oben hin? Hm. Zurückspringen. Ah. Okay.
Oh Gott. Hui. Das war knapper als gewollt. Und jetzt habe ich das Ding freigeschaltet, oder wie? Oh ja, habe ich. Yeah. So, was jetzt? Nee. Kann ich dich zerstören? Ja, kann ich. Schalter. Goldene Pfannenwender. Aber bevor ich ihn hole, möchte ich gehen da hoch. Komm ich da hoch? Irgendwie bestimmt. Okay, das war sehr seltsam gerade. Bestimmt kriegt er irgendwie hoch. Hier vielleicht irgendwie? Hier muss irgendwo ein Aufstieg sein. Nur ich finde ihn halt nicht so wirklich gerade. Nee, das ist auch nicht. Nope. Okay, dann halt nicht. Dann gehe ich jetzt halt den Pfannenwender holen. Wenn ich muss. Oh, da war ein Schild. Die Maschine, die dort schnaubte und zischte, ist ein Duplikat Totron 1000 nur. Okay. Der D1000 produziert weiterhin Roboter, bis er zerstört wird. Sei aber Vorsicht, sonst knallt es ordentlich. Okay. Ich hätte es vielleicht vorlesen sollen. Ich habe es rausgefunden, also. Yay. Ich habe 5 Stück. Das heißt, ich könnte, glaube ich, schon ins nächste Level rein, aber ich komme weiter. So, wo muss ich jetzt hin? Meerjungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Hä? Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Weiß ich nicht. Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Ach, nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Viel wichtiger. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Nein. Patrick, ich komme! Nein. Nein, alter Mann. So, was passiert hier? Eine Kiste! Ah, okay. F. Angucken, F. Das ist eine Rutsche. Oh. Wenn SpongeBob oder Patrick oder Sandy auf eine Rutsche springt, geht es den Abhang mit hydrodynamischer Geschwindigkeit hinunter. Iu. Oh Gott, mit der Zunge. Mit der Zunge. Oh nein. Oh, wieso? Oh, abgezogen. Mega. Socke. Super Ultra. Super Monster. Und oh mein Gott. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann. Hab ich gewonnen? Ich mach's direkt nochmal, weil ich den Hauptweg nicht gesehen habe anscheinend. Ich will den Hauptweg nochmal sehen. Ich habe direkt die Abkürzung gefunden. Ich meine, gut, sie war nicht so schwer versteckt, muss man sagen. Oh, richtig dürften hier und. Socke! Noch ein Fund für Patrick. Ja, mir entgeht nichts. Okay. Yeah! Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber er ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Are you ready to rumble? Oh Gott, das war ein Scherz.
Okay. Gehe ich mal da lang? Ist hier irgendwas? Nein. Hier ist grün, aber... Okay, dann gehe ich hier lang. Ja. Ja. Hat er gerade eine Dose geschmissen nach mir? Oder kommen da die Roboter raus? Ich glaube, aus den Dosen kommen die Roboter sogar. Ja, das Kampfsystem ist nicht das ausgefallenste. Aber es macht dann noch Spaß. Das war gerade nicht das Schlauste von mir unbedingt. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Ja, drück, 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 drück. Genau meine Größe. Yay! Wo ist das? Bei mir direkt? Natürlich nicht bei mir direkt. Oh, 2,5 habe ich gleich schon. Wow. Ich bin reicher als Mr. Krabs fast. Nice. Hi, Patrick. Hi, Patrick. Ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Du hast gesagt, die machen dich dazu, die selbst hauen. Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Oh, wir kriegen Patrick! Okay. Oh, wir sind Patrick! Oh, wir sind Patrick! Oh Gott, das war gerade sehr riskant von mir. Wir sind Patrick! Oh Junge, Junge, Junge! Was? Oh, ich bin Patrick, der trotzdem weiteren SpongeBob Unterwäsche trägt. Spannend. Oh Gott, warte, wie geht er unter dem Wasser? War hier ein Checkpoint irgendwo? Ich glaube da vorne, ja gut. Mal gucken, wie gehst du im Wasser unter? Sehr schön, sehr schön. Oh, ich bin hier. Okay. Was soll ich machen? Genau, Schild lesen. Schild. Schild, habe ich gesagt. Da. Das ist eine Wurffrucht. Das ist eine Wassermelone. Patrick kann eine Wurffrucht aufnehmen und werfen. Wow. Drücke B, um eine Wurffrucht aufzunehmen, die in der Nähe liegt, und drücke die Taste erneut, um die Frucht zu werfen. Mit Wurffrüchten kannst du Schalter drücken, Tiki zerstören oder Roboter beschädigen. Aber nutze sie zügig, denn Wurffrüchte verderben nach ein paar Sekunden. Was für dumme Früchte. Sehe ich, dass sie verdirbt? Oder... Hört sie einfach aus. Okay, ja, ich sehe es. Okay, ich sehe es. Yay! Oh. Oh, sie ist geplatzt. Patrick kann auch Tikis aufnehmen und werfen, aber nur Tikis, auf denen kein anderer Tiki stehen. Meiner. Keine Ahnung. Ah ja. Ups, sorry, Kumpel. Was bist du denn für einer? Was bist du denn für ein Trottel? Oh, was ist denn hier vorne? Das ist eine Bushaltestelle. An der Bushaltestelle kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Ah, aber ich glaube, ich will Patrick sein wahrscheinlich, oder? Ja, sieht sehr nach aus, okay. Nein, ich will Patrick sein. Oh boy, oh boy, oh boy. Hi, SpongeBob. Hiya. Hiya. Ups. Hiya. Ach, was sagst du überhaupt? Patrick kann die Frucht eine Treppe hochwerfen, die Treppe dann hochgehen, die Frucht aufnehmen und sie erneut werfen. Aber er muss sich beeilen, sonst verdirbt sie. Ah, das Spiel hat ein bisschen Auto-Aim, das verstehe ich. Ciao, Frucht. Ciao, Frucht. Okay. Dies ist eine spezielle Patrick-Wippe, die nur Patrick nutzen kann.
Lass Patrick eine Wurffrucht aufnehmen, sich auf die rosa Seesternseite stellen und dann die Frucht auf die Zielseite werfen. Patrick wird dann auf die andere Seite des Sees geschleudert. Spannend. Okay. Oh ja! Nein! Da war ein Geld. Da war Geld. Checkpoint! Wie komme ich zurück? Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf und nach ein paar Sekunden kracht es. Sei besser nicht in der Nähe, wenn es kracht. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Okay, das ist echt gefährlich. Ja, das war idiotisch von mir. Wie soll ich das getan? Hi, du bist ja ein hipper Typ, du. Eine Flasche? Oh. Upsi. Hallo? Was machst du? Oh, du schickst mich zurück. Das macht irgendwie Sinn. Das hat sogar echt Sinn gemacht. Wieso? Meine Wurfrucht. Ich wollte draufschmeißen. Er sieht so fröhlich aus dabei. Yay. Let's go. Hey, du Sprottenkopf. Pass auf, wo du hingehst. Sorry? Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten. Patrick. Hier unten, du großer rosa Seeochse. Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Yeah. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position. Und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle. Folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein. Aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Alles klar. Und dann pulverisierst du mich? Ja. Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Auch nicht schlecht. Oh, vielen Dank. Patrick ist so blöd. Ich liebe ihn. Bester Charakter überhaupt. Hallo? Oh. In jedem steckt ein Geschenk. Wenn du in die Luft springst und die B-Taste drückst, rammt Patrick den Boden. Und beschädigt dabei Tickies oder drückt Schalter unter ihm. Hey, mein Rücken geht es viel besser. Ich find's schön. Oh. Okay, manchmal macht er den Popo. Manchmal macht er den Bauch, manchmal macht er den Popo. Kommst du mal, wie hoch er ist? Nee. Ach, nach einem normalen Sprung macht er den Popo. Nach einem Doppelsprung macht er den Bauch. Ah. Und man sieht seine Unterwäsche natürlich. Oh. Unheimliche dunkle Höhle. Oh Gott. Kann ich aufheben? Nein. Oder? Nee. Au, oh, nein, die tun weh, die tun sehr weh. Eine Wurffrucht. Eine Unterhose. SpongeBobs Unterhose. Bewerfen. Yes! Nochmal werfen. Yes! Und die Schalter werfen. Nein, den habe ich schon beschädigt. Den darf. Yay! Oh, ich sollte vielleicht erst lesen immer. Vergiss nicht, dass Patrick eine Wurffrucht werfen und sie da aufnehmen und dann werfen. Ja. Habe ich gemacht. Wow, ich bin so schlau. Oh, wow. Wer hat das erfunden? Die Schweizer? Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Das war ein Scherz. Ich dachte nicht, dass du sie wirklich trägst. Aua. Dieses Feuer die ganze Zeit. Auhohoho. Lass das. Oh, okay. Das ist Kronkorken. Ha. Oh.
Das war gerade sehr riskant. Ich wäre fast getroffen worden. Strahlend weiß. Strahlend weiß. Als ich sie gekauft habe, war sie weiß. Könnt ihr mit weggehen? Dankeschön. Stacheln. Ich muss da durch. Danke. Bevor das Feuer wieder kommt und mich tötet. Danke. Danke, Stacheln. Okay, an Scheiben auf das Rote werfen, oder? Yeah. So reicht. Und auf den Tiki. Auf den Tiki. Tiki. Oh. Das war nicht so schlau, wie ich wollte. Ich wollte den Tiki treffen da oben. Oh, wow. Oh, noch ein Versuch, noch ein Versuch, noch ein Versuch. Ernsthaft? Manu. Jetzt will ich nicht mehr. Oh mein Gott. Ist das so schwer? Nein! So knapp! Ernsthaft jetzt? So. Danke. Schrecklich. Patrick kann auch auf die Wurffrucht. Auf die Wurffrüchte springen, um höhere Stellen zu erreichen. Er kann die Wurffrüchte auch stapeln, indem er eine Wurffrucht auf eine andere Wurffrucht wirft. Oh Gott. Über sie kann er dann die höheren Stellen erreichen. Wurf, 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 Wurf. So glänzend. Yay! Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Oh Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott. Ha, Feuer. Ha, Feuer. Ha, ha, Doppelfeuer. Ui! Ui! Au. Okay, das ist ein... Hallo, Kind. Was machst du denn hier? Dich. Dich. Okay. Ich würde sagen, hier beenden wir den Part und nächstes Mal machen wir weiter, denn wow, das hat eine Menge zu geben hier, das Level. Aber vielleicht checkern wir es hier. Goldener Fernwender. Okay. Gut. Dann bis nächsten Mal. Tschüss.